Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine Dame hier, die hat es geschafft, ihr MS zu stoppen. Und das finde ich etwas, was sehr bedeutsam ist, einfach auch ins Fernsehen hinauszutragen, ihnen zu zeigen, dass man mit MS zwar leben muss, aber es muss nicht immer zwangsläufig immer schlimmer und schlimmer werden, sondern es gibt Möglichkeiten, sehr erfolgreiche Wege, die man beschreiten kann, um es zu stoppen. Und das möchte ich heute von dieser Dame hören, wie sie das gemacht hat. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, und jetzt darf ich Ihnen den Gast vorstellen. Es ist Christina Kininger. Ganz herzlich willkommen, liebe Christina Kininger. Habe ich richtig gesprochen? Kining. Genau. Christina Kininger, herzlich willkommen. Ja, also du hast die Diagnose mal bekommen, MS, oder wie war das? Genau. Das erste Mal habe ich im Jahr 2001 diesen Namen gehört. Das sagte mir damals gar nichts, Multiple Sklerose. Ja. Da war ich gerade 28. Und hatte sehr plötzlich fiel meine linke Körperhälfte einfach aus. Und ich konnte auf einem Auge fast nichts mehr sehen. Was? Von oben bis unten? Ja. Von den Augen bis zu den Beinen? Uiuiui. Ja, genau. Also es ging los mit einer Sehnerventzündung. Und dann in den folgenden Tagen wurde die ganze linke Körperhälfte taub. Und mir klappte dann immer das Bein weg. Und dann haben meine Kollegen aus der Firma gesagt, du musst sofort zum Arzt, vielleicht hast du einen Schlaganfall. Boah, und hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Ja, es war dann nur in Anführungszeichen eben zu sehen, dass da Entzündungen in meinem Gehirn waren. Das war nicht absehbar gewesen, dieser Weg dahin bis zu diesem brutalen Schlag. Rückblickend schon, das geht den meisten Patienten mit Multipler Sklerose so. Wenn sie dann die Symptome einmal kennen, dann weiß man, ach, da war 1998, hatte ich schon mal nach einer anstrengenden Fahrradtour so taube Füße und dann haben die Hände schon mal an Kraft verloren und dann haben die Augen schon mal irgendwie Probleme gehabt mit Kontrast und Farbe. Und im Nachhinein wusste ich, dass das wahrscheinlich schon die ersten Anzeichen waren. Aber weißt du, das ist jetzt gerade etwas ganz Wichtiges. Ich möchte noch ein neues Format einführen. Und zwar vorbeugend, präventiv, Symptome bereits richtig deuten zu können. Ja. Und jetzt sagst du gerade, da gibt es ja gewisse Symptomatiken, die eigentlich Jahre zuvor waren, ja, wo eigentlich, wenn sie richtig gedeutet werden würden von uns, müsste es gar nie zu diesem Paukenschlag kommen, oder? Ja, das wäre sehr schön. Mein Hausarzt zum Beispiel setzt sich jetzt auch dafür ein, dass die während der Ausbildung die Hausärzte wissen, wenn der Patient immer wieder klagt über Müdigkeit, die viel zu stark ist, gemessen an seinem Alter, wenn es zu so Kribbelparästhesien nennt man das, wenn es so wie Ameisen laufen oder häufig geht es mit dem Sehen los. Das ist ganz, ganz häufig bei jungen Frauen wird die Krankheit ja ganz oft diagnostiziert. Sind 72% Frauen, bei denen Multiple Sklerose ausbricht. Oh je. Und also gerade das Sehen, die Sehnerventzündung ist eigentlich der Klassiker, mit dem es losgeht bei den meisten. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Freund, der gern zum Arzt geht vielleicht. Mhm. Darf ich noch eine Frage stellen wegen diesem Gesichtsfeld? Ich habe mal einen Freund, der hat auch vor einem Tag und auf der anderen Arm die eine Gesichtshälfte runtergehangen. Ja. Das war so eine Gesichtsnerventzündung. Ja. Und das ist aber genau das, was du jetzt auch gesagt hast, oder? Ja, jein. Also es gibt natürlich, bei der Multiplen Sklerose ist ja das zentrale Nervensystem betroffen. Also das Gehirn und das Rückenmark, wo es zu Entzündungen kommt. Und bei deinem Freund war es vermutlich der periphere Nerv, also quasi das Außen, das Abführende. Also das kann es auch geben, habe ich auch zwischendurch. Ich hatte auch schon in einem Schub eine Entzündung am absteigenden, was war das? Der Nerv, der hier alles im Gesicht mit innerviert, wo man dann fürchterlich Zahnschmerzen bekommt und sowas. Trigeminusnerv. Genau, also es kann alles betroffen sein. Das ist das Tragische an der Krankheit. Aber die Ursache, wenn ich jetzt das höre, ist aus dem Hirn heraus eine Entzündung, die dazu führt. Ja, also man geht davon aus, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Also dass das eigene Immunsystem plötzlich anfängt, den eigenen Körper anzugreifen. Mhm. Und speziell die Ummantelung der Nerven, die Myelinscheide. Deswegen sagen manche Leute, wir haben einen Kabelschaden und da wird dann der Reiz nicht mehr richtig weitergeleitet. Und das tritt eben sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark auf. Und dadurch kommt es dann natürlich zu allerlei Ausfällen, weil im Gehirn eine Entzündung, die anschwillt, drückt dann auch noch auf umliegende Bereiche. Und es ist sehr erschreckend, gerade wenn man so jung ist und dann von einem Tag auf den anderen dem eigenen Körper nicht mehr vertrauen kann. Das ist, ja,
Ich sage heute manchmal, MS ist eine Krankheit für Fortgeschrittene. Das ist nichts für Anfänger. Oh je, oh je. Ja. Und du musstest dich da reinbeißen und hast einen Weg gefunden. Aber ja, der Weg dahin war ja sicher steinig. Und wie war dein Weg? Warst du da irgendwo gut beraten bei einem Schulmediziner? Oder? Das kann man so oder so sehen. Also ich hatte Glück im Unglück. 2001 gab es noch nicht so viele schulmedizinische Therapien. Also man hat klassisch eigentlich im akuten Schub Cortison gegeben. Das macht man heute auch noch. Und es gab sogenannte Basistherapien, gab es eigentlich nur Beta-Interferon. Das ist aber leider eben etwas, was relativ aggressiv das komplette Immunsystem runterdrückt und entsprechend dann sehr schwere Nebenwirkungen hat. Also angefangen von, man muss es selber spritzen und hat dann meistens 2-3 Tage grippeähnliche Zustände. Und mit einem unterdrückten Immunsystem wird natürlich alles Mögliche dann Tür und Tor geöffnet. Und ich habe mich damals aktiv gegen sowas entschieden. Und der Neurologe war nett, der Erste, der hat auch gesagt, man kann auch erstmal abwarten. Das tut man heute nicht mehr. Also heute wird sehr aggressiv sofort mit schweren pharmakologischen Medikamenten therapiert. Und mit allen Nebenwirkungen? Ja, genau. Und ich habe mich immer wieder dagegen entschieden, also auch als ich dann kränker wurde. Ich hatte 10 Jahre einen relativ milden Verlauf. Ich habe viel naturheilkundliche Therapien ausprobiert, auch mit relativ gutem Erfolg. Also von Homöopathie über, ich habe Weihrauch eine ganze Zeit genommen, hochdosierte Enzyme und meine ganze Ernährung umgestellt, mein Leben umgestellt. Also Stress vermeiden ist extrem wichtig, um das Immunsystem ruhiger zu halten. Aber du konntest nicht mehr arbeiten, oder? Das kam dann später. Also ich habe 2012 wurde es dann immer schwieriger. Also ich habe dann kognitive Einschränkungen langsam bekommen. Ich war sehr empfindlich mit Lärm und Licht. Und ich habe dann meine Arbeitszeit immer weiter reduziert und habe dann noch mal 2 Jahre lang versucht, freiberuflich zu arbeiten, von 2014 bis 2016. Ja, und da hatte ich dann eigentlich die schwersten Schübe. Und da war ich dann mit Anfang 40 auf einen Schlag schwer behindert. Also ich habe dann die ganze linke Körperhälfte, mit der es ja auch ursprünglich losging, ich habe dann nochmal einen sehr schweren Schub gehabt. Und zu der Zeit, das war sehr emotional. Also ich habe lange Jahre mich geweigert, nochmal ein MRT machen zu lassen, weil ich gedacht habe, gut, du kannst eh nicht viel machen, dann musst du auch nicht dir immer die Bilder angucken. Und zu der Zeit war es dann so, dass ich schon 30 alte Vernarbungen im Gehirn hatte. Und es waren dann zum Schluss 8 aktive Entzündungen im Gehirn neben diesen 30 Vernarbten. Und in meinem Rückenmark hatte ich an 9 Stellen Entzündungen. Und das ist halt das, was dann diese schweren Behinderungen ausmacht. Weil natürlich, wenn hier eine Schwellung und eine Entzündung drin ist, ist alles darunter ausgeknipst. Und ich konnte dann die linke Körperhälfte gar nicht mehr bewegen. Mir lief dann wirklich der Speichel runter und ja, ich konnte nicht mehr richtig schlucken. Ich konnte Blase und Darm gar nicht mehr kontrollieren und ich habe wirklich im Bett gelegen und war pflegebedürftig mit Anfang. Scheiße, ja, das kann man laut sagen, scheiße. Jetzt bist du ja, habe ich mir aufgenommen, noch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, die ganzen psychischen Komponenten da drin, bist du zwar ausgebildet, aber voll im Leid drin. Wie geht man damit um als junger Mensch? Sagen wir mal so, ich hatte Zeit hineinzuwachsen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich selber viel therapeutische Begleitung hatte. Das ist ja auch zwangsläufig im Rahmen der Ausbildung. Ich habe einen spirituellen Weg sehr früh eingeschlagen mit Ende 20 und da habe ich sehr viel Frieden gefunden und sehr viel Kraft, genau. Mhm. Und was interessant war, ich habe eine ganze Zeit lang bin ich immer noch zu verschiedenen Ärzten gegangen, weil ich immer hoffte, vielleicht ist es doch keine MS, vielleicht ist es eine andere Erkrankung. Also ich habe selber auch ein Stück weit verdrängt und wollte das nicht haben. Und letztlich habe ich dann eine sehr gute Psychologin gefunden, die mich auch begleitet hat, darin das anzunehmen und mit Behinderung zu leben, mit Einschränkungen gar nicht mehr arbeiten zu können. Das war sehr schwer für mich. Ich bin dann 2016 tatsächlich vollständig verrentet worden und die Amtsärztin, bei der ich damals war, das war eine lustige Anekdote, die sagte, sie sieht viele Leute, die versuchen, Rente zu erschleichen, aber Leute wie mich sieht sie selten, die eigentlich vor 5 Jahren sich hätten verrenten lassen müssen und nicht aufhören wollten. Mhm. Also ja, ich lache heute drüber. Humor ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bewältigungsmechanismus auf dem Weg. Ja, und letztlich habe ich 2015 auf dem Tiefpunkt der Erkrankung, habe ich dann auch einfach auf einem spirituellen Weg sehr tief losgelassen und einfach akzeptiert, dass der Körper zerfällt.
dass Krankheit da ist, dass der Tod wahrscheinlich deutlich schneller kommt als bei anderen Leuten und dass ich ja im Prinzip nicht mehr funktionieren, nichts mehr tun kann, nichts mehr leisten kann. Und habe dann eigentlich einen sehr, sehr tiefen Frieden gefunden in der Zeit. Also furchtbar, einfach nur fürchterlich, wenn man so konfrontiert ist mit so einer Krankheit. Ich frage mich immer wieder, was ist denn wirklich am weitesten die Ursache gewesen, die diese Kaskade ausgelöst hat? Kannst du das heute schon sagen? Was vermutest du? Also ich glaube, dass es multifaktoriell ist. Ich glaube, es ist nicht so leicht zu sagen. Also ich habe lange Zeit auch auf dem psychologischen Weg geschaut, bis hin zu Familienstellen, karmische Dinge aufgearbeitet. Ich glaube, es ist multifaktoriell. Also wir kommen ja auch drauf, das, was mir dann letztlich rausgeholfen hat, war ja hochdosiertes Vitamin D. Mhm. Und da gibt es relativ gute Untersuchungen mittlerweile dazu, dass das eine der wichtigsten Grundlagen zu sein scheint, warum das Immunsystem so stark entgleisen kann. Dann kommen wahrscheinlich andere virale Infektionen dazu. Ich habe mich auf alles testen lassen, von dem man ausgeht, dass es Multiple Sklerose mit verursachen kann. Also Epstein-Barr-Virus, sämtliche Herpesviren, die anderen fallen mir gerade nicht ein. Und ich war auf alle positiv. Also ich habe diese Infektionen alle gehabt. Ich war als Kind sehr viel krank. Ich habe sehr viel Antibiotikagaben bekommen. Und ich vermute, dass dieses Zusammenspiel letztlich den perfekten Sturm ergeben hat. Plus Stress. Also das ist ganz klar ein wichtiger Faktor, wo ich auch heute immer noch schauen muss, weil es immer wieder diesen Drang gibt, zu viel zu tun. Und da muss man sich immer wieder stoppen. Gut, jetzt hast du viel zu tun, ich weiß. Aber das ist natürlich auch getragen von einem ganz, ganz ehrenwürdigen, tollen Gedanken, nämlich vielen Menschen die Chance zu geben, diese Krankheit anders zu bewältigen oder einen anderen Weg zu gehen, nämlich den Weg, den du jetzt gegangen bist. Und da kommen wir jetzt drauf zu. Ich meine, du siehst heute aus, du bist reingekommen, leicht hinkend, aber mehr nicht. Du bist die Treppe runter, du sitzt hier, du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Ja. Und das ist jetzt 5 Jahre zwischen der Rente, die du gekriegt hast, Vollinvalidität. Genau. Und jetzt, das sind nur 5 Jahre, also was hast du da gemacht? Alles über diese hochdosierte D3. Ja, genau. Also es ist wirklich so, ich habe ja gesagt, ich habe 2015 eigentlich alles losgelassen. Ich habe innerlich dem Tod zugestimmt und großen Frieden, große Stille, großes Glück innerlich erlebt. Und nenn es Schicksal oder was auch immer. Ich habe ab und an immer noch mal im Internet recherchiert, weil mich auch immer die Frage umgetrieben hat, warum greift mein eigener Körper mich an? Was ist da los? Und bin dann auf den Bericht einer Patientin gestoßen, die sagte, dass es in Brasilien einen Professor für Neurologie gibt, Professor Dr. Cicero Coimbra. Und der sei Anfang der 2000er Jahre drauf gekommen, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen genetisch bedingt Vitamin D nicht richtig verwerten können. Und Vitamin D ist ja ein Hormon, es ist ja kein Vitamin, es hat den falschen Namen. Genau. Und ist der wichtigste Regulator in unserem Immunsystem. Ich glaube, für 200 oder 300 Regulationskreise habe ich mal gelesen, oder? Ja, also es gibt neuere Forschung mittlerweile, dass fast jede Körperzelle einen Vitamin D-Rezeptor hat. Und Vitamin D ganz entscheidend ist, um den genetischen Code der Zelle auszulesen. Und damals traf ich eben auf eine Patientin, die sagte, sie sei durch diesen Professor Coimbra in den Zustand gekommen, dass ihre MS gestoppt sei. Und das könne er in 80-90% aller Fälle bei seinen Patienten mit MS erreichen. Und manche würden sogar noch eine Verbesserung jüngerer Symptome erleben. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, das klingt zu schön, um gut zu sein, und habe es wieder weggelegt. Ich habe den Computer zugeklappt, habe gesagt, das ist Blödsinn, das kann nicht sein. Und dann habe ich 3 Nächte lang in Folge immer wieder von Vitamin D geträumt. Also scheinbar war mein Unterbewusstsein schlauer als ich und hat immer wieder gesagt, schau es dir an. Und dann Hoffnung. Und ich habe dann entdeckt, dass es ganz, ganz viel Forschung gibt zu Vitamin D, schon aus den 1980er Jahren, über den Einfluss auf das Immunsystem. Und dann habe ich mich gefragt, verdammt nochmal, warum hat das nicht schon mal jemand ausprobiert vorher? Das ist eigentlich logisch, dass es helfen muss. Ja, und so kam ich dann dazu. Also ich habe von dieser Patientin den Kontakt vom Dr. Coimbra bekommen, habe ihn angeschrieben und war sehr überrascht, dass ein Professor aus Brasilien sich bei mir meldet und sagt, ja, ich kann dir helfen. Wenn du einen Arzt hast, der dich begleitet, kann ich euch die ganzen Infos geben. Das hat er alles ehrenamtlich gemacht, wollte keine Bezahlung dafür.
Genau. Und dann haben wir im März 2016 ein befreundeter Arzt von mir, Dr. Karl Reichert, hat dann gesagt, ich helfe dir, wir versuchen das. Mach dir nicht zu viel Hoffnung, aber wir versuchen es. Und innerhalb von 8 Monaten war die MS gestoppt. Also es war wirklich für mich selber auch, ich habe viel Hoffnung gehabt und gleichzeitig hat es immer in meinem Hinterkopf die Stimme gegeben, die gesagt hat, glaub nicht dran, du bist zu enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Und ja, es war nach 8 Monaten, habe ich wieder ein MRT gemacht, also wieder das Gehirn untersucht. Und dann hat man gesehen, dass die Entzündung zum Stillstand gekommen ist. Und das war ein kleines Wunder. Und seitdem habe ich dann wirklich tatsächlich so circa 2 Jahre die Uhr zurückgedreht, was meine Symptome angeht. Und es sind dann eben nach und nach Funktionen wiedergekommen. Ich konnte die linke Körperhälfte wieder spüren. Ich habe wieder Kraft zurückbekommen, konnte die Hände wieder bewegen. Musste natürlich dann sehr viel arbeiten, viel Physiotherapie. Ich habe 1,5 Jahre mit einer Physiotherapeutin gearbeitet, um das wieder zu trainieren. Ach, der Muskel war natürlich auch zurückgegangen. Genau, natürlich nach der Zeit. Und wir konnten dann wirklich die Uhr 2 Jahre zurückdrehen. Und ich hatte Glück im Unglück. Es ist halt wirklich in den 2 Jahren die Krankheit so schlimm geworden vor der Verrentung. Und das konnten wir so weit wieder zurückdrehen, dass ich heute halt wieder ein paar Stunden mich engagieren kann. Und jetzt einfach den Wunsch habe, diese Therapie rauszubringen in die Welt und anderen Leuten damit zu helfen. Jetzt dieses Protokoll vom Herr Professor Coimbra ist ja jetzt kein Spielzeug, wo jeder zu Hause einfach für sich anwenden darf, sondern müssen geschulte Ärzte, Therapeuten geschult werden über dieses Coimbra-Protokoll und dann wirklich 1:1 übernehmen. Ja. Aber die Essenz da drin ist eigentlich ein hochdosiertes D3. In welchen Einheiten oder wird das jeweils ausgemessen, individuell? Genau. Auch individuell? Das muss individuell dosiert werden, weil es kommt darauf an, wie stark die Genetik dahinter gestört ist. Wir können das heute mittlerweile sogar untersuchen, müssen es aber nicht, weil die Therapie ist, er hat sehr genial sich einfach die Regelkreisläufe vom Vitamin D angeschaut und hat gesagt, wie kann ich feststellen, wann genügend hormonell aktives Vitamin D wirklich in der Zelle ankommt. Und darauf basierend hat er ein Behandlungsprotokoll entwickelt, wo eben ausgetestet wird, wie viel Vitamin D braucht genau dieser Patient. Weil meine Dosis ist ganz anders als die von der Kollegin oder von wem anders. Mhm. Und also nur so, um eine grobe Zahl zu nennen, es sind Einheiten zwischen 40.000 und in der Spitze bis zu 300.000 Einheiten pro Tag regelmäßig eingenommen. Und das ist sehr, sehr viel. Und da kann man, wenn man es nicht ordentlich macht, jemanden theoretisch mit umbringen. Mhm. Klar, dann braucht es auch einen Mediziner, der das überwacht und misst. Genau. Und wie sieht die Ernährung aus? Wird dort auch mit der Schraubzwinge etwas gemacht? Ein kleines bisschen. Also das Wichtigste ist, Vitamin D beeinflusst sehr stark den Kalziumhaushalt. Und durch diese hohen Vitamin D-Dosen wird ein bisschen der Regelmechanismus im Körper außer Stand gesetzt. Das heißt, wir können nicht mehr stoppen, dass Kalzium aufgenommen wird aus der Nahrung. Und das ist das, was theoretisch gefährlich werden kann. Ah, deshalb verzichtet ihr möglichst viel auf Kalzium? Genau. Aha. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Plus natürlich eine gewisse gesunde Ernährung, also viel frisches Gemüse, möglichst Bioanbau, auch das Fleisch, wenn möglich, aus Biohaltung. Mhm. Und aber das Wichtigste ist wirklich, Kalzium zu reduzieren. Und da muss man, wie gesagt, mit einem geschulten Arzt sehr eng zusammenarbeiten, um das sicher zu halten und gleichzeitig wirksam. Das ist ein bisschen ein Ritt auf Messerschneide. So, jetzt bist du ja bei weitem kein Einzelfall, weil ich habe in der Zwischenzeit ja noch eine weitere Dame gesehen und auch schon eine Ärztin. Ich hatte eine Klinikleiterin da, die ist auch ausgebildet in diesem Coimbra und sagt, das ist wirklich, funktioniert fast immer. Ja. Was mich da drin einfach ein bisschen stinkig macht, ist ehrlich, wirklich ganz bewusst, ich darf das auch so sagen, auch wenn wir im Fernsehen sind, ist, dass du so lange leiden musstest, aber es gab einen Weg daraus mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Heute kannst du, glaube ich, Zahlen nennen, glaube ich, 80-90% könnten erfolgreich sein mit diesem Coimbra-Protokoll. Ja. Aber diese 80-90% kommen gar nicht in den Genuss dieses Protokolls, weil es einfach noch niemand weiß. Genau. Der Dr. Coimbra hat 2013 eine erste Studie veröffentlicht, allerdings erstmal nur für Vitiligo und Psoriasis, also für Autoimmunerkrankungen der Haut, und hat parallel mit 1000 MS-Patienten auch Daten gesammelt und eine Studie angefertigt. Und er ist immer wieder daran gehindert worden, das zu veröffentlichen. Also er hat immer wieder politisch Steine in den Weg gelegt bekommen, weil
MS-Medikamente sind ein sehr, sehr großer Markt. Die haben ungefähr 25 Milliarden Jahresumsatz, Tendenz steigend. Und D3 kostet nichts. Ja. Nein, ist nicht patentierbar. Mhm. Und er hat eben, nachdem man ihn immer wieder systematisch wirklich gehindert hat, politisch, hat er gesagt, okay, dann mache ich das ehrenamtlich. Ich behandle Patienten ganz normal in meiner Praxis und jeder Arzt, der es lernen will, dem bringe ich es bei. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis es dann wirklich von Südamerika nach Nordamerika nach Südeuropa kam. Und ich war dann tatsächlich 2015 die Erste, die hier scheinbar in Deutschland davon gehört hat durch Zufall. Und war dann 2016 mit einer der Ersten, die behandelt wurde. Und wir haben aber seitdem jetzt erfolgreich ein Netzwerk aufgebaut. Wir haben jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz 26 Ärzte inzwischen. Und haben so... Danke. Großartig. So gute 6 bis wahrscheinlich sogar jetzt schon 7.000 Patienten. Und wir versuchen jetzt nach und nach diese Zahlen zu verifizieren. Und sind jetzt auch sehr stolz, weil wir haben eine gemeinnützige Organisation inzwischen gegründet. 2 Patientinnen, die Britta wird ja auch nochmal herkommen. Und haben eine erste Verlaufsbeobachtung begonnen mit der Charité Berlin, mit Professor Paul. Och. Toller MS-Forscher. Ja. Friedemann Paul. Und der war so beeindruckt, der hat sich meine Bilder und meine Berichte angeschaut, meine Radiologieberichte, und war dann ja auf hohem Niveau verwirrt und hat gesagt, das gibt's gar nicht, so gesund kann jemand nicht mehr werden mit dem Verlauf. Und man sieht im MRT, dass meine Herde zum Teil abgeheilt sind, dass im Rückenmark Struktur nachgewachsen ist, darum kann ich heute wieder laufen. Und er hat gesagt, wenn das geht, wenn es was gibt, was das kann, dann müssen wir das unbedingt erforschen. Also er hat sich jetzt einfach bereit erklärt. Und wir haben jetzt eben ehrenamtlich Gelder gesammelt für eine erste Studie. Hoffen, dass wir jetzt noch eine zweite Studie gleich anschließen können mit Professor Carsten Karlberg. Das ist ein Spezialist, der wirklich erforscht, was passiert auf genetischer Ebene. Was macht Vitamin D, wenn es darum geht, die Gene auszulesen? Und warum funktioniert das? Also ihr braucht handfeste Studien, die in der Schweiz, in Europa anerkannt sind, ja, damit sich dieses Wissen noch breiter und schneller in die medizinischen Abteilungen integrieren lässt. Ja, das ist unsere Hoffnung, dass wir das schaffen, weil natürlich Mediziner im Studium erstmal lernen, hochdosiertes Vitamin D kann potenziell schädlich sein. Das ist auch korrekt, wie wir ja schon besprochen haben. Aber bei der korrekten Anwendung kann es auch sehr sicher und effektiv sein. Und das wollen wir eben jetzt in Studien nachweisen, so wir es denn schaffen, das zu finanzieren, weil natürlich wir haben keine Lobby, wir haben keine Firma. Vitamin D kann man nicht patentieren. Da ist hinterher kein Geld mitzumachen. Und darum sind wir einfach auf Spenden angewiesen und versuchen eben jetzt, Leute zu motivieren und zu sagen, helft uns, dass wir eben mithilfe dieser Studien auch kritische Geister überzeugen können, dass wir auch wissenschaftlich nachweisen können, dass es sicher ist und dass es wirkt. Dass hoffentlich junge Menschen schneller diese Therapie finden, als es bei mir der Fall war. Siehst du jetzt, wenn du jetzt so retroperspektivisch dein Leben betrachtest, wie sinnvoll alles war? Ja. Denn das, was du ja jetzt machst, ist ja eigentlich ein unglaublich großer Beitrag, leistest an Menschen, die möglicherweise auch in dieses Leid reinkommen, aber durch dich die Erfahrung machen können, dass es berechtigte Hoffnung gibt, nämlich 80-90% Hoffnung. Sofern sie wirklich mit diesem Protokoll arbeiten, ja, und nur durch dich erfahren sie es. Und diese Studie, ich denke auch, dass das sehr wichtig ist, rein von der Reputation her. Allerdings denke ich persönlich, es wird nach wie vor keine Lobby geben, die das hinausträgt. Nein. Ich hatte auch schon mit der Psychoneuroimmunologie Professor Schubert gesprochen, sagt auch, wir haben so viel bewiesen, dass auch so vieles aus der Psyche kommt, niemand will es wissen. Ja. Und von dem her, aber letztendlich sind wir ein Fernsehsender und müssen halt das Volk informieren. Und das Volk geht zum Arzt und sagt, ich will. Und der Arzt wird ihn sicherlich begleiten, wenn er die Studien findet. Genau. Und darum muss die Studien gemacht werden, damit das Volk es wirklich fordern kann. Gut, diese Studie, vielleicht machen wir doch auch gleich mal einen Aufruf. Also ihr braucht noch finanzielle Mittel für diese Studie. Ja. Aber nochmals zurück, ihr habt 6.500 Patienten im Moment schon in Europa behandelt. Ungefähr, ja. Und auch erfolgreich, auch 80-90%. Ja, also... Die haben alle ein neues Leben geschenkt bekommen. Ja, so kann man das sehen. Aber das ist eine riesen Menschenversammlung. Die müsste mir eigentlich alle irgendwie kurz ins Fernsehen bringen.
Weil je mehr Statements wir haben von betroffenen Menschen, desto glaubwürdiger wird es doch auch. Genau. So hat sich die Therapie auch bisher weiter verbreitet. Also wirklich über soziale Netzwerke, über die Berichte von Patienten. Und das, was ich hier begonnen habe, ich habe 2016 dann auch eine Facebook-Gruppe gegründet. Mhm. Und irgendwann 2017 damals noch aus meinem letzten Ersparten eine Homepage ans Netz gebracht. Und wir veröffentlichen regelmäßig auch Erfahrungsberichte von Patienten dort. Und das war bisher der Weg. Also Patienten lesen das. Die Aufgeschlossenen probieren die Therapie. Darum haben wir jetzt schon so viele Patienten behandeln können. Aber die Ängstlicheren oder die einen sehr kritischen Arzt haben, die werden wir hoffentlich erst über solche Studien erreichen. Darum ist es so wichtig, dass wir wirklich die Zahlen schwarz auf weiß mit einer unabhängigen Universität einfach nochmal belegen. Ich werde auf dem YouTube-Video, werde ich unten noch diese Homepage aufführen, damit Menschen, Betroffene, einen Link haben zu anderen Betroffenen, mal lesen können. Ich glaube, dich kann man sich auch anrufen und diskutieren und reden, wo ein Arzt wäre, der nach Coimbra arbeitet. Ja, es steht alles auf unserer Homepage. Sicher, wow. Genau. Mein Gott. Und wegen Spendenaufruf, also das ist jetzt wirklich jetzt eine wichtige Sache, dass das Volk zusammenhält und versucht, eine solche günstige, einfache Therapiemöglichkeit zu etablieren, damit MS-Patienten nicht das Leid durchleiden müssen, wie du es erlebt hast. Ja, das wäre mein großer Wunsch, dass wir junge Menschen, so wie ich es war, wirklich vor allen Dingen so viele junge Frauen, die betroffen sind, wirklich teilweise am Beginn ihres Lebens, die vielleicht gerade geheiratet haben, gerade Kinder kriegen, informieren, bevor es zu spät ist und wirklich die Krankheit im Keim stoppen. Und das ist möglich. Das ist nachgewiesen worden. In Brasilien ist es schon gang und gäbe. Und wir möchten eben jetzt eine zweite Studie. Die erste haben wir schon begonnen mit der Charité. Die hat die Falk-Stiftung für Bildung und Gesundheit netterweise finanziert. Und wir möchten jetzt eben die zweite Zusatzstudie finanzieren über die Genexpression. Also was passiert genau auf genetischer Ebene? Und dafür brauchen wir halt nochmal irgendeinen Betrag zwischen, also die minimal Kleinstvariante wären 500.000 Euro, die wir dort bräuchten. Und wenn wir es wirklich ganz umfangreich machen und auch eine Datenbank nochmal mit Patientendaten aufbauen zusätzlich, dann haben wir einen Finanzbedarf von ca. 950.000 Euro. Und da brauchen wir Hilfe. Ja, ich finde das unfassbar, was ihr da macht. Ich meine, das ist ja nicht für euch, sondern es ist für die Studien, so ist es, dass die gemacht. Am Schluss hat man ein Papier, einen Nachweis fertig. Ja. Und anhand von dem gewinnt man Glaubwürdigkeit. Dass das kein Geld ist für die großen Pharmazier, verstehe ich. Die ist das, wäre das aus der Portokasse, aber beim D3 unfassbar, unfassbar. Das ist hinterher nichts zu verdienen damit. Auch in Sachen Spenden ist alles auf der Homepage drauf. Ja, genau. Kannst du mir diese Homepage mal noch kurz nennen, damit man sich dort nachlesen kann, um was da alles geht und was da draufsteht? Genau. Das ist wie der Name der Therapie, Coimbra-Protokoll. C-O-I-M, hä? Genau, www.coimbraprotokoll in einem Wort.de. Mhm. Da kann man alles nachlesen, alles Informationen alles sammeln, genau. Telefonnummer finden, Ärzte finden in Schweiz, Österreich, Deutschland, die danach arbeiten. Genau. Wow. Also ich muss schon sagen, könnte ich dich jetzt zum Ritterin schlagen, ich würde das sofort machen, weil das ist einfach wirklich etwas, das zeigt mir, die Welt ist gut. Die Welt ist unglaublich gut und nicht alles ist böse. Nein. Du bist das lebendige Beispiel, was du da aufgebaut hast oder arbeitest. Gemeinnützig ist wirklich Chapeau. Großes Kompliment und herzlichen Dank, dass du das tust. Wir reden nochmals in einer weiteren Sendung über eure Gesellschaft, die ihr da gegründet habt und was ihr da schon alles erreicht habt. Aber für heute mache ich mal einen Stopp, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben jetzt auch ein Lächeln auf den Lippen und freuen sich genauso wie ich, dass es solche Menschen einfach gibt, die eine gute Tat in die Welt hinaustragen, die viel Leid erlebt hat, aber jetzt wieder voll im Leben drinsteckt und das auch noch 6.500 weitere Menschen mit diesem Protokoll erreicht haben, die jetzt auch ein weiteres Leben geschenkt bekommen haben. Das finde ich einfach beeindruckend. Also du musst ja ein unglaublich gutes Karma heute haben. Der liebe Gott wird dir die Türe öffnen, wenn du kannst. Das tut er regelmäßig. Also das ist wirklich, unser Projekt steht unter einer schützenden Hand, habe ich oft das Gefühl. Es kommen so viele kleine Wunder immer wieder an Stellen, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und wir sind mittlerweile ja mehrere Patienten, die sich kümmern. Und unter anderem eben die liebe Britta, die wir ja auch noch kennenlernen hier. Das sind dann so Engel, die geschickt werden.
zur Hilfe. Nein, ich weiß nicht, ob du nicht auch ein Engel bist, ehrlich gesagt. Also wenn man 6.500 Menschen wirklich so zurück ins Leben führen darf, Perspektiven geben darf, Hoffnung geben darf, nur über das Verbreiten. Na gut, Herr Coimbra ist natürlich auch ein Held, es müssen wir auch mal sagen. Wir sind alle nur Gefäße, durch die es durchfließt. Ja. Danke. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.